Hallo liebe Filmfans und fucking Freaks, willkommen zum neuen Update-Video. Nicht viel, aber ein kleiner Haufen hat sich oder ist dazugekommen. Fangen wir mal an. Ich hatte einen kleinen Abstecher nochmal nach Münster gemacht. Da bin ich mal bei André ein bisschen fündig geworden. Und zwar zum einen, jede Sekunde zählt, The Guardian, freigegeben ab 12 hier auf Blu-ray. Habe ich jetzt gerade mal 3 Euro für bezahlt. Kann ich jetzt nicht meckern, das ist auch die Erstauflage ohne FSK-Flatschen vorne drauf. Dann auch noch mitgekauft für 6,50 The Others, freigegeben ab 12. Hatte ich ja auf DVD, somit kann die DVD jetzt weg. Ein auch richtig klasse Film, Horror-Thriller mit, oder Mystery-Thriller mit Nicole Kidman. Dann hatte ich eigentlich schon auf Blu-ray, aber habe es jetzt abgegradet, aber naja. Die Blu-ray und DVD-Edition von Die Reihe, Die Jagd zum Magischen Berg. Freigegeben ab 12. Ich glaube, die ist gar nicht mehr so einfach zu kriegen, diese Blu-ray und DVD-Edition. Von daher kann ich jetzt nicht meckern. Habe ich jetzt, glaube ich, auch 6,50 für bezahlt. Dann auf Blu-ray Antarktika. Freigegeben ab 0. Leider die Neuauflage mit FSK-Flaschen vorne drauf und ohne Wendecover. Aber hatte ich auch die DVD von, kann somit jetzt auch wieder aus der Sammlung raus und auf Blu-ray upgraded. Der war, glaube ich, noch 5 Euro, ja. Dann habe ich mir eine Serie geholt, wobei ich eigentlich gar kein Seriengucker bin, aber den Abschlussfilm habe ich, von daher passt das ganz gut. Und zwar Firefly, Aufbruch nach Serenity, die komplette Serie, freigegeben ab 16. Hier auch leider die Neuauflage ohne FSK-Wendecover. Aber für, was habe ich jetzt, 12,99? Und bei Saturn hat sie gekostet, glaube ich, 19,99 neu. Von daher kann ich jetzt absolut nicht meckern. Und zu guter Letzt noch bei André geschossen. Die Neuauflage, nachdem das Mediabook ja ausverkauft war und horrende Preise man dafür verlangt. Im Schuber Twister, die Neuauflage von Turbine Medien, freigegeben ab 12 mit neuem HD-Master, verbessertem Ton, neues Bonusmaterial. Richtig cool und kann ich auch nur empfehlen. Also die Bildqualität ist wirklich besser wie von der Altauflage und vom Ton brauchen wir gar nicht reden, weil das ist, also man merkt schon, ob es Dolby Digital oder Dolby Atmos ist, also ist schon nicht verkehrt. So, dann kommen wir zu dem Abstecher, den ich noch dazu gemacht habe. Dazu muss ich jetzt gleich eine Sache noch erklären. Aber kommen wir zum ersten Mal zu dem Film, den ich schon einen Tag vor Release gekriegt habe. Und zwar im 4K Steelbook. Morbius, freigeben ab 12. Gut, das Steelbook ist jetzt tatsächlich nicht das Schönste, aber ganz ehrlich, den Film fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Also es gibt natürlich Marvel-Filme, die sind wesentlich besser, aber ich fand ihn jetzt nicht schlecht gemacht. Er hat natürlich ein paar Stellen, wo ich mir denke, so, ja, das muss jetzt nicht sein, aber an sich, man kann ihn sich angucken, aber er hat nicht diesen gewissen Touch von den, ich sag jetzt mal Marvel Cinematic Universe, von den Filmen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich noch sagen muss, und zwar hatte ich bei Saturn online 3 Filme bestellt, wo ich auch Glück hatte, war ein Steelbook davon, was ich bestellt hatte, hatten sie in der Filiale nämlich schon gar nicht mehr, oder in beiden Filialen nicht. Und zwar war das zum einen die normale Armoury von Don't Breathe 2, freigegeben ab 18, gibt es auch kein Steelbook von hier in Deutschland. Nur vom ersten oder nicht vom zweiten. Auch leider kein Mandy-Cover, weil das ist Sony. Aber ich fand den Film echt gut. Hat aber nie diesen gewissen Touch vom ersten nicht mehr. Aber kann man sich auf jeden Fall wohl angucken. Dann das Steelbook von The Matrix Resurrections, freigegeben ab 16. Also hier das normale Steelbook. Es gibt ja noch ein 4K-Steelbook. Und ich glaube sogar noch ein Amazon-exklusiv 4K-Steelbook, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin. Hier wie gesagt das normale Blu-ray-Steelbook. Fand den jetzt auch nicht so schlecht, wie alle den runtermachen, aber kommt natürlich definitiv an den allerersten Matrix nicht ran, also um Welten nicht. Und eben halt das Steelbook, was ich nicht mehr in der Filiale gekriegt habe. Ambulance, freigegeben ab 16, auch noch niegelnagelneu eingeschweißt, noch nicht gesehen, habe nur gehört, der soll richtig gut sein. Und wie gesagt, bin mal gespannt. Der ist noch niegelnagelneu eingeschweißt. Und kann ich jetzt nicht meckern. Vor allen Dingen für das Ambulance-Steelbook habe ich jetzt 25,99 bezahlt.
und wird im Internet schon wieder ab 50 Euro aufwärts gehandelt. Auch das normale Steelbook. Es gibt ja auch noch ein 4K, was genauso aussieht, aber nee. Von daher kann ich ja jetzt gut mit leben. So, das war dann mein kleines, aber feines neues Update-Video. Hoffe natürlich, wie immer, es hat euch so weit gefallen. Und würde wie immer sagen, bis zum nächsten Mal.